Mit dem Fahrrad von Hannover nach Peking. Können Sie sich das vorstellen? Mein heutiger Gast, Peter Mank, hat's gemacht. Mit einem guten Freund radelt er unglaubliche 10.639 Kilometer in 149 Tagen bis in die verbotene Stadt. Von seinen Abenteuern und den schönsten Momenten erzählt gerade eine Fotoausstellung im Freizeittreff Saalkamp. Aber ich glaube, über so eine große Reise sollten wir auch bei H1 reden. Herzlich willkommen, Herr Mank. Ja. Schön, dass Sie da sind. Ich würde mal zum Auftakt ein Foto zeigen, das haben Sie aufgenommen. Ihr Freund radelt ganz einsam und allein durch die weite Wüste Gobi. Einem normalen Menschen wie mir wird er ein bisschen bange. Komme ich an, passiert nichts, geht mein Fahrrad vielleicht kaputt. Aber für Sie war das ein ganz großer Moment. Darum mal die Frage, was hat Sie an so einer Reise gereizt? Ja, erstmal schönen Dank für die Einladung, dass ich hier sein durfte, darf. Und der Reiz der Reise war Begriffe wie Sibirien, Baikalsee, Irkutsk, Mongolei, Wüste Gobi, Transsibirische Eisenbahn, die man sonst immer nur so hört, tatsächlich zu erleben und zu erfahren. Das war der Reiz an der Reise. Aber wie sind Sie auf die Idee gekommen? Also woher haben Sie erstens die Zeit gehabt und zweitens, wie kommt man gerade auf so etwas Großes? Sie hätten ja auch bis nach Bayern radeln können. Ja, das stimmt. Die Idee ist entstanden, weil mein Arbeitgeber 2006 ein Angebot gemacht hat für Altersteilzeit. Und das hat mich schon sehr interessiert. Und ich habe mir das ausrechnen lassen und bin dann mit dem Papier zu meiner Frau. Dann haben wir am Wochenende darüber beratschlagt, ob wir diesen Schritt Altersteilzeit machen können, ob es finanzierbar ist. Und das hatten wir dann, ja, das funktionierte. Ich habe es unterschrieben. Und meine Frau sagte allerdings, diese Zeit, die du jetzt hast, die solltest du unbedingt nutzen für etwas, was du sonst nicht machen würdest. Und bau mir nicht das ganze Haus um. Und ja, und so ist es dann entstanden. Ich kann nicht segeln, ich habe keinen Segelschein, kann mit dem Flugzeug nicht umgehen, aber mit dem Fahrrad. Und dann habe ich mir was überlegt und recherchiert und habe gesagt, weißt du, ich mache eine große Fahrradreise und die wird längere Zeit dauern. Und dann sage ich, gut, es soll nach Peking gehen, weil ich hatte dann schon im Internet recherchiert. Es gibt da verschiedene Routen und das hat mich dann doch begeistert, das zu machen. Ihre Frau heißt Annette, sie ist eine unwahrscheinlich verständnisvolle Frau. Es gibt auch ein schönes Foto, was während einer Reise entstanden ist. Da waren Sie aber schon am Baikalsee. Aber bevor wir zum Baikalsee kommen, würde ich Sie doch mal bitten, anhand dieser Karte, die vor uns liegt hier, vielleicht nur die allerwichtigsten Stationen Ihrer Reise aufzuzeigen. Ja, gerne. Also wir sind gestartet in Hannover, über Wolfsburg nach Berlin. Und in Berlin am Brandenburger Tor haben wir noch ein Startfoto gemacht, sind dann durch Polen geradelt, haben dann die Wolfschanze besucht, als dann nach Litauen, Vilnius, in 2-3 Tage in Vilnius geblieben. Und sind dann nach Lettland und von Lettland aus nach Russland rein bis nach Moskau. Und in Moskau haben wir dann eine längere Pause gemacht, da wurden wir auch besucht. Und dann ging es von Moskau über Omsk, Ekaterinburg und Perm nach Krasnojarsk bis nach Novosibirsk. Von Novosibirsk aus ging es dann nach Irkutsk zum Baikalsee, da war ja wieder eine größere Pause. Und dann ging es schließlich vom Baikalsee noch ein kurzes Stück über Ulan-Ude Richtung Mongolei, dann in die Mongolei rein. Da hatten wir noch in Ulaanbaatar eine Pause gemacht von 5 Tagen, haben uns die Stadt angesehen und dann sind wir Richtung Wüste gefahren, Wüste Gobi hier vorne und dann von dort aus zur Grenze und von der Grenze aus waren es dann noch 3 Wochen bis nach Peking. Eine unglaubliche Reise. Also da muss man staunen. Als Ihre Frau dieses Ausmaß gesehen hat, hat sie da nicht doch ein bisschen Bange bekommen um ihren Mann? Also das war, sie waren schon sehr skeptisch, was so die Weite angeht. Was passiert in Sibirien? Wie leben die Menschen da? Wir kannten das ja gar nicht. Und was ist in der Mongolei und in Nordchina? Wie sieht das da aus? Wie sind die Menschen zu uns? Sind die nett oder kommen sie zuvorkommend?
Und es ist aber so gewesen, dass wir ja, sagen wir mal so, von der Zivilisation her so langsam dann Richtung Osten gefahren sind. Und es hat sich nichts verändert. Die Menschen waren immer nett und hilfsbereit und sehr zuvorkommend. Also Sie haben es eben schon erläutert. Ich darf doch noch mal in die Kamera zeigen. Drei Seiten mit einer akribischen Planung, mit Kilometerleistung, mit Pausen eingezeichnet. Wie lang hat allein diese Vorbereitung gedauert, bis die Reise so in allen Einzelheiten stand? Die Vorbereitung ging ein Jahr. Ein Jahr. Ein Jahr war die Vorbereitung. Wir hatten davor eine Probefahrt gemacht von Berlin nach Danzig, 1000 Kilometer, ohne irgendeine Buchung vorweg, um mal zu sehen, wie das ist, ganz spontan in einen Ort zu kommen, um dass wir dort übernachten können, essen können. Ja, und diese Probetour, die hat ganz gut funktioniert. Und dann haben wir uns dann weiter mit, ich sag mal so, dann haben wir uns weiterentwickelt und Klaus hat hier diese Tabelle erstellt, den Routenplan. Und wir haben uns dann das Material besorgt. Wir wussten ja, die Fahrräder hatten wir schon und die Taschen, aber es war dann noch viel zu besorgen. Also, ja, Fahrraddecken und so Zubehör, was wir noch so brauchen. Sagen wir doch mal einfach, wir haben ein schönes Foto von Ihrem Start. Ja. Das Fahrrad ist unendlich bepackt. Vielleicht erzählen Sie mal, was Sie so alles zum Start bei sich hatten. Ja, es war ja 6. April vor 3 Jahren, da war es recht kalt. Wir sind also mit dicken Jacken gestartet, lange Hose, Handschuhe und in den Taschen war drin einmal das Fahrradzubehör, Faltdecken, Schläuche, Flickzeug, 2 Ketten, Speichen, Ersatzspeichen und diverses Werkzeug, dann die Fotoausrüstung, dann die Equipment zum nach Hause zu kommen, nach Hause zu telefonieren, das Laptop, Ladegeräte und Zelt, Isomatte, leichter Schlafsack, Kocher, Teller, Becher, Messer und natürlich auch Proviant Sachen zum auch. Proviant wurde immer für 1-2 Tage eingekauft. Den Platz mussten wir uns immer frei halten und dann, wir hatten noch Medikamente dabei. Also wir wurden eigentlich auch ärztlich im Vorfeld gut versorgt. Wir haben Impfungen gemacht für Zeckenimpfung, Hepatitis und die Tetanusimpfung aufgefrischt und haben noch Medikamente mitbekommen, so Schmerztabletten in 800er Form. Und das war dann, packte sich dann immer schon eine kleine Tasche zur nächsten. Und ja, das, was wir auch noch brauchten, Wechselwäsche. Einmal die Fahrradwäsche, zwei Garnituren und die Wäsche, die, wenn wir abends angekommen sind. Und dann hatten wir einmal die Schuhe zum Fahrradfahren und die Schuhe für abends und einmal Badelatschen. Wenn ich höre, was Sie so alles mit sich geführt haben, dann frage ich mich natürlich, wie Sie den Alltag so praktisch bewältigt haben, vor allen Dingen das Übernachten. Sie erzählten ja schon, es wird immer weniger mit der Zivilisation, je weiter man fährt. Wie haben Sie denn eigentlich geschlafen? Wir haben in Hostels und Jugendherbergen übernachtet. In Lettland haben wir uns eine Blockhütte für 3 Tage gemietet, wo wir uns ausgeruht haben, weil es war auch sehr, sehr kalt noch und haben unsere Fahrräder wieder ein bisschen in Schuss gebracht. Dann in Moskau haben wir noch mal im Hostel übernachtet. Ansonsten war es dann so, wir haben kleine Hotels gefunden und wir haben in den Autohöfen an der Straße, an der Magistrale, haben wir dann übernachtet. Das hat eigentlich ganz gut immer funktioniert. Einmal hat es nicht so gut funktioniert mit der Übernachtung. Da wollten uns, wir waren in einem Ort, waren 2 Hotels und das eine war noch geschlossen und das andere hatte keine Lust wahrscheinlich aufzumachen. Und dann sind wir durch Zufall, ist uns ein Polizist entgegengekommen und der sagte mir, er kennt ein Hotel und ist mit uns dann zu dem Hotel gegangen, wo wir abgewiesen wurden. Und es gab es auch keine Möglichkeit, dort zu übernachten. Und dann wurde das Wetter schlechter und er sagte, wir könnten bei ihm übernachten. Und ja, gut, dann sind wir mit zu ihm gegangen. Und als wir dann gesehen haben, dass das eine 4-köpfige Familie war, in einer 2-Zimmer-Wohnung von ungefähr 48 bis 50 Quadratmetern, da haben wir gesagt, also das ist alles sehr nett,
aber dann fahren wir doch lieber noch mal 30 Kilometer weiter und dann haben wir doch noch was gefunden. Ist dieses Verhalten dieses Polizisten so ein bisschen beispielhaft für die Freundlichkeit, die Ihnen entgegengekommen ist, oder war das doch eine Ausnahme, so ein besonders hilfsbereiter, freundlicher Mensch? Nein, die Freundlichkeit ist immer gewesen. Wenn wir zum Beispiel in großen Städten auf unsere Karte geguckt haben, wo fahren wir denn jetzt hier raus? Dann kam immer jemand oder öfter jemand und fragte dann, ob er uns helfen kann. Aber das war dann mit der Sprache. Englisch war nicht möglich, also das ging alles in Zeichensprache. Und einmal hat uns ein junger Mann, der kam oft auch auf dem Fahrrad vorbei und hat uns aus der Stadt rausgeführt, so 8 bis 10 Kilometer, bis wir dann auf dem richtigen Weg waren. Und das fanden wir dann schon doch sehr beeindruckend. Das war wirklich sehr nett. Sie haben eben noch erwähnt, dass Sie auch Wäsche zum Wechseln mit hatten. Mal eine ganz praktische Frage. Haben Sie unterwegs dann auch gewaschen oder wie haben Sie das geregelt, dass Sie so einigermaßen frisch und fit dann wieder aufs Rad steigen konnten? Ja, das mussten wir machen, weil die Wäsche musste gewaschen werden. Das war eine Funktionswäsche, die trocknet über Nacht. Das geht sehr gut. Und in Irkutsk haben wir uns dann eine Maschinenwäsche erlaubt. Haben wir bei einer Familie geschlafen. Und in Ulaanbaatar haben wir auch noch mal eine Maschinenwäsche gehabt. Ansonsten alles mit der Hand gewaschen. Da weiß man zu schätzen, was so eine Waschmaschine bedeutet. Und wie war es mit den unterschiedlichen Landeswährungen? Wie haben Sie das finanziell alles geregelt? Haben Sie überhaupt viel Geld gebraucht unterwegs? Also das sind hier zwei verschiedene Sachen. Das mit dem Geld in den Landeswährungen war so, dass man mit EC-Karte an den Geldautomaten die Landeswährung bekam. Auch in so Ländern wie jetzt Mongolei? In einem Baumarkt stand ein Geldautomat und der hat dann die EC-Karte genommen. Das hat überall funktioniert. In China mussten wir erst eine Bank suchen, die EC-Karten annimmt. Aber das ist dann auch nach 1-2 Tagen hatten wir das raus, welche Bank das ist. Und dann nimmt man immer bis zum Limit ab und dann kommt man gut zurecht, ja. Was ich auch gerne wissen möchte, die Sprache ändert sich. Sie sagen, mit Zeichensprache kann man kommunizieren, aber die Verkehrsschilder zum Beispiel, die sind doch in unterschiedlichen Sprachen, vielleicht in Kyrillisch oder so geschrieben. Wie haben Sie sich denn da zurechtgefunden? Also als wir nach Russland reingefahren sind, da war das so, dass die Straßenschilder, die Wegweiser, in Kyrillisch und in unseren Lettern geschrieben waren. Und da konnte man zum Beispiel das Wort Moskau in unserer Schrift sehen und das Wort Moskau dann nochmal in kyrillischer Schrift. Und wenn man so lange stundenweise unterwegs ist und immer wieder diese Schilder kommen, dann lernt man, wie der kyrillische Buchstabe aussieht und wie der lateinische dazugehört. Also man kann dann schon die Orte oder den Gegenstand kann man dann irgendwann schon mal lesen, was da passiert. Reisen bildet, kann man da nur sagen, dass man auch so etwas noch dazu lernt. Ja. Aber wie war das denn die Kommunikation nach Hause? Also ich denke mal, wenn ich jetzt hier in Hannover säße und mein Mann radelt da irgendwo durch die Wüste, dann würde ich schon mal gerne wissen, wie es ihm so geht. Konnten Sie mit Ihrer Frau kommunizieren? Das ging ganz gut, aber wir haben nicht jeden Tag kommuniziert. Weil das hätte uns irgendwie auch belastet, denke ich mal. Wir haben eine SMS nach Hause geschickt, dass wir WLAN haben und dass wir Skype mit dem Skype arbeiten könnten. Und dabei ist es dann so gewesen, durch Zeitunterschiede müsste man schon feste Termine machen. Das heißt, wir haben gesagt, bei uns ist es jetzt 16 Uhr und bei euch ist es jetzt 10 Uhr. Bist du da zu Hause? Geht das? Oder einen anderen Termin festlegen. Ja, und so hat das dann immer gut funktioniert. Und es war auch sehr schön natürlich zu skypen. Das macht viel Freude, den Partner dann auch mal zu sehen und nicht nur zu hören. Aber traurig war es dann schon wieder, wenn's zu Ende dann war. Da kriegt man dann doch ein wenig Heimweh. Ja. Und wie geht das so, wenn zwei Kumpel, sage ich mal, so 149 Tage aufeinander angewiesen sind? Gibt es da manchmal nicht Stress? Der eine will vielleicht 100 Kilometer fahren, der andere nur 65? Oder mit dem Essen oder wie auch immer? Also wir hatten ja beide das gleiche Ziel. Und das war die Priorität. Dadurch, dass wir nur zu zweit waren, war es die Möglichkeit, kurze Entscheidungen zu treffen. Freiräume hatte jeder von uns. Nachdem wir angekommen sind, hat Klaus zum Beispiel seinen Blog
gefüttert mit Informationen und dann haben wir Bilder ausgesucht und ich bin meist noch mal durch die Stadt oder durch den Ort gegangen und habe dann Fotos geschossen, die, wie man jetzt ja sieht, in Saalkamp ausgehängt sind. Das war schon kleine. Es gibt natürlich auch mal einen Moment, wo man sich über ist, aber das ist kurz, wir müssen uns mal zusammensetzen, da wird ja. das besprochen und dann ist das in 10 Minuten erledigt, dann gibt das da, dann ist das in Ordnung. Wir waren eigentlich auch ganz gut organisiert. Wir hatten es so gemacht, wenn wir uns die Zimmer besorgen, schlafe ich immer links und er immer rechts. Das heißt, wir kommen nicht in dein Zimmer rein, so willst du schlafen. Oder, also, das war schon immer geklärt. Ja, ich links, er rechts. Ja, und so hat das ganz gut funktioniert. Ich würde mal so gerne nochmal auf einzelne Stationen zu sprechen kommen. Sie sind am Brandenburger Tor gestartet. Wissen Sie noch, wie Ihnen da so zumute war? Ein bisschen mulmig oder war es mehr so richtige Aufbruchstimmung? Es war schon eine Aufbruchstimmung, dass es endlich losgeht. Wir hatten ja viel darüber gesprochen und unser Equipment zusammengesucht und gekauft. Und dann war es schon toll, dass es losgehen konnte. Mhm. Und auch der Termin war gut. Und die erste Station bei den Polen, haben Sie uns erzählt. Haben Sie da besondere Erlebnisse gehabt? Wie haben Sie so empfunden, zum Beispiel, dass die Art, wie die Polen den Deutschen entgegenkommen? Also, wir haben da keine negativen Erfahrungen gemacht. Ganz im Gegenteil, als wir in Polen in der Nähe von der Wolfschanze waren, haben wir dann uns entschlossen, nochmal hinzufahren und uns das mal anzuschauen. Da kam gleich ein polnischer Führer, der dort Rundgänge gemacht hat und uns auf Deutsch angesprochen, ob wir das mit ihm machen wollten. Und das war ganz, ganz einfach, ganz normal. Da gab es, also wir haben keine negativen Erfahrungen gemacht. Auch an der Wolfschanze, die eigentlich ja doch für ein anderes Deutschland da steht, sind Ihnen nicht so negative Emotionen entgegengeschlagen? Nein, gar nicht. Und dann ging es ja weiter in 2 Länder, die uns auch nahegerückt sind, jetzt durch die Litauen und Lettland. Wie gab es da besondere menschliche Begegnungen? Ja, in Litauen war es so, da waren in Vilnius waren mal so eine kleine Gruppe, die waren ein bisschen angetrunken, die wollten Geld oder Zigaretten was von uns haben. Aber das haben wir ganz schnell, da haben wir uns entfernen können, das war dann weg. Und das war eigentlich die einzige schlechte Erfahrung, die wir da gemacht haben. Ansonsten war das sehr gut in Vilnius. In Litauen hat uns dann doch noch überrascht, dass dort der Mittelpunkt von Europa liegt. Ach, da müssen Sie uns das mal erklären, das weiß man gar nicht so genau. Ja, wir hatten auch gedacht, dass so hier im Kreuz Hannover, wo die Autobahn A2 und A7 zusammentreffen, das müsste so der Mittelpunkt in Europa sein. Aber nein, es muss eine Gesellschaft hat das errechnet. Dazu gehört ja Europa Spitzbergen noch ganz oben hoch und nach bis Sizilien. Und dann kann man schon sehen, wo sich das Ganze verschiebt. Ja, und dann sind wir noch an dem Mittelpunkt von Europa gewesen. Auch ein gutes Gefühl. Ja, auch ein gutes. Aber man muss einem Hannoveraner das mal sagen, dass der Mittelpunkt denn woanders liegt, als wir das hier oft denken. Genau. Ich glaube, ganz spannend ist sicher Russland. Sie sind einen ganz besonderen Tag in Moskau angekommen. Ja, das war auch eher Zufall, das war nicht geplant. Wir sind zum 9. Mai in Russland angekommen und da startete gerade die große Siegesparade. Ganz Moskau war aufgeräumt, aufgeputzt, die Straßen waren abgesperrt, die Fußgänger konnten nur in besonderen Korridoren über die Straße gehen. Viele Menschen waren unterwegs. Über der Stadt sind Flugzeuge, Hubschrauber geflogen und haben dort ihre Flugkünste gezeigt. Dazu am Boden die Veteranen mit ihren Orden, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben, die fanden sich dann dort auch ein. Sie haben viele schöne Fotos gemacht, aber auf einem schönen Foto ist ein sowjetischer Veteran mit einer roten Nelke, dem Zeichen des Kommunismus. Es sind ja doch immer irgendwie 2 Welten geblieben, noch obwohl es den Kalten Krieg nicht mehr gibt. Haben Sie irgendetwas gespürt, dass doch Ressentiments gegenüber den Deutschen sind? Nein, sowas ist uns wirklich auf der ganzen Tour nicht, auf der ganzen Reise auch in Russland nicht entgegengekommen. Das gab es nicht, das haben wir nicht erlebt. Russland soll ja auch landschaftlich sehr einsam und sehr schön sein. Haben Sie auch so besonders schöne Stellen gesehen in Russland? Also, als wir Moskau verlassen haben und dann Richtung Sibirien gefahren sind, kamen erstmal diese riesigen Birkenwälder, die es dort gibt. Und nachher
die Straßen, diese endlosen Straßen, die sind ja immer fast schnurgerade und sehr hügelig. Also das waren schon tolle landschaftliche Erlebnisse, die wir da hatten. Sie waren mit Ihrer Frau am Baikalsee. Haben Sie auch baden können dort? Ja, man konnte baden, aber der Baikalsee ist sehr kalt. Wir haben die Füße reingehalten. Die Füße, aber es gibt ja ein schönes Lied über den Baikalsee. Wer die sowjetische Liebe zur Musik kennt, der weiß, das kommt immer wieder vor. Aber es ging ja dann weiter in die Mongolei. Das muss doch ein sehr beeindruckendes Land sein. Sie haben eben was gesagt, was mich erstaunt hat. Im Baumarkt gab es Geldautomaten. Ich stelle mir die Mongolei immer nur endlose Weiten mit Juchten und Zelten und Tieren vor. Wie ist die Mongolei denn eigentlich? Die Mongolei, als wir in die Mongolei eingefahren sind, war ja noch der russische Ort und der mongolische Ort, das sind die im Grenzübergang, da haben sich Leute angesiedelt. Und als wir da reingefahren sind, hatten die Mongolen, das ein sehr stolzes Volk ist, eine riesige Fahne, eine riesige Fahnenstange und eine riesige mongolische Fahne aufgehisst. Und dann sind wir in den ersten Ort rein, wir wussten auch nicht, was uns erwartet in der Mongolei. Aber sie ist, wie soll ich das mal so ganz spontan, es war ganz normal Zivilisation. Als wir dann weitergefahren sind, in der Richtung Ulaanbaatar, da war es dann so, dass diese mongolische Landschaft, die wir so kennen, so typisch, die wurde dann immer mehr und dann haben wir auch in Jurte-Camps übernachtet, in Jurten. Und das war auch sehr spannend. Weil haben die Leute sich so einfach eingeladen, kommt rein und schlaft bei uns? Oder wie kommt man in so eine Jurte? Das waren Camps. Das heißt, das waren so an einem Hotel angeschlossen, in den Wald oder in die Berge zurückgesetzt, gab es dann Jurten, die man mieten konnte. Und die haben wir dann gemietet. Manchmal sehr einfache, einmal haben wir sehr komfortabel in einer Jurte gewohnt und in Ulaanbaatar haben wir in einem Camp in der Stadt, hieß Oasis, da treffen sich alle Weltenbummler, hat man uns gesagt. Und dann sind wir dorthin, da waren wir die einzigen Fahrradfahrer, viele Motorradfahrer, viele Lkw-Fahrer, Lkws umgebaut zu Wohnmobilen oder auch Wohnmobile, die mit ganz normale Wohnmobile, ja, und so ist dann sind wir so weiter in die Mongolei gekommen. Mhm. Und in der Mongolei war es dann so, als wir rausfuhren, da ist ja erst nochmal die Wüste Gobi gewesen. Wir haben zwei Tage in einem Ort übernachtet und haben uns mit Wasser versorgt und haben uns vorbereitet, dass wir durch die Wüste fahren. Als wir da den Tag losfahren wollten, da waren unsere Fahrräder weg. Wir hatten sie immer vor dem Hotelzimmer angeschlossen und morgens um 6 Uhr wollten wir starten. Da waren die Fahrräder weg und ein riesiger Schock. Also ich habe mich schon mit meinen ganzen Packtaschen am Bahnhof gesehen, nach Deutschland zu fahren. Aber dann haben wir eine Rezeption angeklopft, die auf der gleichen Etage war. Und da war es so, dass die einen Personalwechsel hatten. Und das Personal, wo wir die Tage bezahlt haben, ist mit dem Geld abgehauen. Und die wollten jetzt auch noch mal Geld haben von uns. Und als wir ihnen dann nochmal 10 Euro in die Hand gedrückt haben, haben sie uns die Fahrräder aus dem anderen Hotelzimmer rausgeholt. Na, das ist ein Schock. Ja, und dann sind wir losgefahren in die Wüste und dann war es so, dass ein Sandsturm aufkam. Und wir dann bei einer Familie untergekommen sind, die in der Wüste wohnen, in der Nähe von einer Wasserstelle. Und die hatten eine Jurte für Fahrer, also wirklich wie ein Fremdenzimmer sozusagen. Und das haben wir dann genommen. Die Jurte haben wir gemietet für die eine Nacht und dann kam ein Sandsturm. Das ist unglaublich gewesen, dass dieser feine Sand, der ist in die Jurte rein geschwebt und der hat den ganzen Boden bedeckt. Also das war wirklich schon ganz faszinierend. Ja, und dann durch die Gobi am nächsten Tag und dann sind wir teilweise an Straßen lang gefahren beziehungsweise an Schotterstraßen geschoben und haben dann dreimal in der Wüste übernachtet. Hatten alle unsere Verpflegungssachen dabei und das hat sehr gut funktioniert. Aber das war, glaube ich, so einer der aufregendsten Höhepunkte Ihrer Reise, der Sandsturm und die Sache mit den Fahrrädern, oder? Das war eine sehr spannende Geschichte. Da kam alles so zusammen. Ja, das war. Aber Sie haben glücklicherweise China erreicht, ein Land der Gegensätze sicher.
Ja. Wir hatten ja Probleme mit den Visa, weil wir erst unsere, wir sollten erst bei der Beschaffung der Visa unsere Hotelroute aufzeichnen. Und das hat ja gar nicht funktioniert. Die Hotels, wir sind dann einfach in China reingefahren und wir brauchten überhaupt gar nicht so diesen, wir hatten so das Gefühl, dass so uns jemand beobachtet oder so, hatten wir zuerst. Aber dann war es so, wir konnten uns hier in China frei bewegen. Wir konnten überall hinfahren, es war nichts gegängelt oder sonst irgendwie überwacht, es war alles ganz in... Gibt es noch so viele Fahrradfahrer in Peking oder hat sich das geändert? Die Fahrradfahrer sind weniger geworden, dafür sind es Elektromofas. Die, mit denen die Chinesen unterwegs sind. Ja. Aber Sie waren auch auf dem Platz des himmlischen Friedens, wo damals die große Revolte blutig niedergeschlagen wurde. Ist da noch irgendetwas zu spüren? Ist der Platz gesperrt? Darf man hin? Ja, das ist noch zu spüren. Wir durften mit den Fahrrädern nicht auf den Platz, weil wer auf den Platz geht, muss wie durch eine Sicherheitskontrolle am Flughafen seine Tasche durchleuchten lassen und durch einen Körperscanner gehen. Aber ansonsten ist das doch ein großer Eindruck, auf diesem Platz zu sein, wo diese unendliche Geschichte Chinas sichtbar wird, oder? Ja, vor allen Dingen mit dem Hintergrund mit dem Kaiserpalast und unser drittes Foto im Bunde mit Mao Zedong im Hintergrund noch, ja. Da treffen Welten aufeinander. Ganz viele dieser schönen Fotos sind zu sehen in dieser Ausstellung im Saalkampf. Aber erzählen Sie mal, Sie sind ja jetzt nicht zurückgeradelt. Wie sind Sie denn wieder zurückgekommen? In Peking haben wir uns ein etwas luxuriöseres Hotel gesucht, um mal auszuspannen für eine Woche, hatten eine geplant, mit der Transsibirischen Eisenbahn nach Moskau zu fahren. Und das hatten wir aber im Vorfeld schon organisiert, hier in Deutschland, weil das sehr schwierig ist, in China etwas zu buchen. Und das hat sehr gut funktioniert. Das Hotel lag direkt am Bahnhof gegenüber. Und wir sind dann in den Zug gestiegen. Der fuhr am Abend ab, bis nach Moskau in 5 Tagen in eins durch. Das würde ich heute auch nicht mehr so machen, weil das doch sehr beschwerlich ist. Denn man müsste schon mal aussteigen in Novosibirsk, Irkutsk oder in Omsk, um dann mal ins Hotel zu gehen, um mal zu duschen und sich mal ein bisschen Kultur, Körperkultur machen. Das einzige Duschen war auf den Toiletten, das war dann so am Samovar, dort gibt es Samovare auf den Gängen, eine Plastikflasche voll warmes Wasser machen, in die Toilette gehen. Das ist nicht wie bei uns im Intercity, dass dort alles sofort weggesaugt wird. Da gibt es ein kleines Gitter und dann geht es tatsächlich durch eine Öffnung, kann man dann die Schwellen sehen. Dann hat man sich kurz nass gemacht, so ein bisschen mit Schaum, mit Seife, ein bisschen frisch gemacht und dann mit dem Restwasser wieder abgespült und das war's dann. Mhm. Ja. Was haben Sie so gedacht, als Sie Ihre schöne weiße Gartenpforte an Ihrem schönen Eigenheim in Hannover wieder aufgemacht haben und wieder zu Hause waren? Ja, da habe ich erstmal durchgeatmet. Dann bin ich, es war so das Gefühl, es ist alles noch da. Man geht durch die Gartenpforte, die so vertraut ist und die man vor einem halben Jahr, wo man vor einem halben Jahr weggeradelt ist, geht man wieder durch. Und dann das Vertraute. Die Vertrautheit im Zuhause. Aber das Schöne war natürlich, als wir in Hannover angekommen sind auf dem Flughafen, da war eine große Party am Flughafen, da waren, glaube ich, 15, 20 Freunde und Verwandte, die uns begrüßt haben mit einem Banner, willkommen zu Hause. Das war toll, ja. Ja, die Begeisterung leuchtet Ihnen noch aus den Augen. Würden Sie so eine Reise nochmal machen? Nein, in der Form nicht mehr. Das ist eine einmalige Reise gewesen. Ich habe es letztes Jahr versucht, ich wollte noch mal alleine eine Tour machen nach Casablanca, aber die ist geendete leider in Heidelberg für mich, weil ich Probleme mit dem Knie bekommen hatte und nicht mehr fahren konnte. Sie haben aber etwas Tolles gemacht, die schönsten Fotos zusammengestellt, die sind jetzt ausgestellt im Freizeittreff Saalkamp. Wie lange läuft die Ausstellung noch? Die läuft noch bis zum 31.10. und am 26.10. gibt es noch mal eine Präsentation über die Reise. Im Freizeitheim Saalkamp? Im Saalkamp am 26. um 19 Uhr. Na, ich glaube, das hat jetzt viele Leute neugierig gemacht. Ich fand es toll, dass Sie von Ihrer großen Reise erzählt haben. Bin auch sehr beeindruckt von Ihren Fotos und alles Gute
Vielleicht geht es ja doch nochmal auf eine große Reise. Mal schauen. Okay. Herr Mann, vielen Dank. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.